Es ist mal wieder montags. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende mit viel Sonne. Wir werden uns heute jetzt in der dritten Vorlesung tatsächlich mit einem weiteren sehr wichtigen Grundbegriff beschäftigen, nämlich der Urbanität. Es gibt tatsächlich in unserer Fachdisziplin eine ganze Menge Begriffe, die werden wir uns so nach und nach vornehmen. Aber ich würde Urbanität durchaus als eine Art Schlüsselbegriff bezeichnen, weil dieser Begriff wird sehr oft benutzt. Er vereinigt eine ganze Menge von Merkmalen, die sehr grundlegend sind in unserer Disziplin. Und ich möchte versuchen, Ihnen heute wieder ein paar verschiedene Sichtweisen auf diesen Begriff zu ermöglichen. Ich möchte beginnen mit einem Bild, das Sie sicherlich alle kennen. Das ist ein Bild, das ist so vor, denke ich, 2 Jahren durch die Presse gegeistert. Es ist ein Werbeplakat für Tesla, aber natürlich auch für die ganzen Unternehmungen von Elon Musk. Es geht hier eigentlich tatsächlich darum, um Raumfahrt, um Zukunft und natürlich auch um sehr starke Bilder. Sie werden ja wahrscheinlich auch schon bemerkt haben, dass wir auch in unserer Disziplin, auch gerade in den letzten beiden Vorlesungen, immer wieder versuchen, mit sehr starken Bildern auch Inhalte auszudrücken. Und ich finde dieses Bild insofern bemerkenswert, dass es eben nur ein Bild ist. Also, dass wir jetzt mit einem Auto durchs Weltraum sausen, ist natürlich eine Vorstellung, die vielleicht in Zukunft auch mal Realität wird. Aber im Moment ist es ein Bild. Es ist kein Konzept, es ist keine Strategie, sondern es ist ein Bild, was natürlich ganz bewusst auch lanciert wurde, um eben an die Zukunftstauglichkeit auch dieser Produkte oder auch dieser ganzen Unternehmungen eigentlich zu glauben. Ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir uns solchen Dingen jetzt zu einfach hingeben, denn die Zukunft wird erstmal auf unserem Planeten stattfinden. Und die Frage ist natürlich, müssen wir uns noch mit den Problemen auf unserem Planeten beschäftigen, wenn es in Zukunft vielleicht doch eben das Weltall oder zumindest ganz andere Optionen sind. Und ich glaube, dass dieses Glauben an diese Bilder auf der einen Seite schon wichtig ist, um eben tatsächlich auch Zukunftsvisionen oder zumindest Vorstellungen für die Zukunft entwickeln zu können, sie uns aber im Moment auch nicht ablenken sollten, uns wirklich mit unseren täglichen und auch näherliegenden Problemen auseinanderzusetzen. Ich verweise ja immer auch so ein bisschen auf meinen persönlichen Werdegang, ganz besonders hier dieses. Es war ein Artikel in einer Zeitschrift, den ich eigentlich relativ unpassend fand. Das passiert manchmal, wenn man so als Büro oder als Person auch mit den Medien zu tun hat. Wir haben mit denen eigentlich ziemlich intensiv gesprochen und dann veröffentlichen die aber, was sie so meinen. Zuerst hat es mich sehr geärgert, dieses Großdenken und Bauen. Ja, das klingt einfach ein bisschen großkotzig und dann unten auch mit diesem Foto zusammen. Interessant ist aber tatsächlich dabei, und das ist mir erst wesentlich später aufgefallen, dass da unten ganz gut beschrieben wird, was wir eigentlich machen. Und zwar geht es da um den Begriff Szenario. Also wir arbeiten an Szenarios für lebenswerte Städte, natürlich unter Beteiligung auch der, die davon eigentlich betroffen sind. Ja, also das ist, mir hat es gar nicht gefallen, was die so über uns geschrieben haben, aber das ist manchmal so. Interessant aber tatsächlich, und das war eher so eine journalistische Formulierung, der Begriff des Szenarios, weil das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, welchen Planungsbegriff wir haben und was wir tatsächlich auch wirklich tun in unseren Entwürfen in unterschiedlichen Größenordnungen. Szenario kommt eigentlich eher so aus der Filmwissenschaft, Theaterwissenschaft. Und es geht hierbei tatsächlich um eine Art Film. Sie sehen hier unten so eine bei den Bedeutungen. Es geht um einen gegliederten Entwurf. Interessanter aber da unten, und das ist tatsächlich eine gute Beschreibung, wie wir bei vielen Projekten auch vorgehen. Ich werde versuchen, Ihnen das später noch mal ein bisschen näher zu bringen. Es geht hier um die hypothetische Aufeinanderfolge von Ereignissen, die zur Betrachtung kausaler Zusammenhänge konstruiert wird.
Das kann man erstmal jetzt gar nicht so richtig verstehen, wenn man sich das aber etwas genauer unten nochmal zu Gemüte führt. Es geht eben um ein Modell der Abfolge von möglichen Ereignissen oder hypothetischen Durchführung einer Sache. Das heißt also, wir entwerfen jetzt in Projekten nicht einen Zustand und sagen, so ist es und so wird es irgendwann sein, sondern wir beschäftigen uns eigentlich mit dem Weg dahin. Also Entwürfe gerade jetzt in städtebaulichen Zusammenhängen sind anders als bei Gebäudeentwürfen eben nicht nur ein Bild, wie es später sein wird, also eine möglichst genaue Abbildung, wie es später sein wird, sondern wir beschäftigen uns ja mit größeren Zusammenhängen, mit komplexeren Einflüssen. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur sofort an das Endprodukt zu denken, sondern wie komme ich eigentlich dahin, in welchen Schritten, was folgt aufeinander, was sind auch die Bedingungen, um einen städtebaulichen Entwurf zu machen. Und ich finde diese Szenariobeschreibung eigentlich wesentlich treffender als viele Versuche, auch diesen Entwurfsprozess zu gliedern oder auch zu beschreiben. Wir sprechen heute aber gar nicht so sehr über den Entwurf an sich, sondern wir versuchen ja etwas zu beschreiben, was eigentlich so das Ziel dieser Entwürfe ist. Sie werden vielleicht auch jetzt so der Tagespresse oder der Diskussion in der Fachwelt entnehmen, dass es im Moment darum geht, sehr viel zu bauen in unterschiedlichsten Größenordnungen. Aber mit welchem Ziel? Also ist das Ziel jetzt in einer kleineren Stadt das gleiche wie in einer großen Stadt? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir eben gerade mit sehr unsicheren Prognosen arbeiten müssen. Also die Frage ist immer, wofür arbeiten wir eigentlich? Was ist das Ziel? Und da kommt eigentlich dieser Urbanitätsbegriff sehr schnell wieder ins Spiel. In fast jedem Verfahren, in jeder Öffentlichkeitsbeteiligung wird oft, wenn man über Projekte spricht, eigentlich gesagt, wir wollen eine gewisse Urbanität an einem Ort erreichen. Hier, Sie sehen hier ein Beispiel aus Hamburg. Da habe ich ziemlich viel Zeit mit verbracht. Unten die Hafen City, oben ein weiteres Stück am Hafen, im sogenannten Holzhafen in Altona. Und ich verbinde eigentlich tatsächlich mit diesem Urbanitätsbegriff auch immer eine große Stadt, tatsächlich auch größere Maßstäbe, größere Gebäude und natürlich auch eine große Mischung. Das sind aber eher jetzt solche Eindrücke, die aus diesen Projekten herauskommen. Aber es geht, wenn die Urbanität als Ziel genannt wird, eben immer darum, auch in Städten Erweiterungen zu schaffen, die eben diese ganzen Attribute wie Mischung, Vielfalt und auch eine gewisse Perspektive haben. Es geht nicht nur um kurzfristige Maßnahmen oder ganz kurze Interventionen, sondern es geht immer etwas um den längeren Blick und auch um den längeren Atem, um eben tatsächlich unsere Städte so weiterzuentwickeln, dass sie tatsächlich diese sehr vielfältigen Optionen, vielfältigen Lebensbedingungen dann auch bieten können. Allerdings ist das auch heute nicht trivial, sondern es geht eben nicht darum, einen Plan zu machen, den umzusetzen, sondern wir sind auch in diesen Projekten immer völlig unterschiedlichen Einflüssen ausgeliefert. Und das kann sich im Laufe der Zeit sehr stark verändern. Das Projekt, das Bild, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, die Entwicklung der Hafen City, wird sicherlich am Ende 20 bis 30 Jahre in Anspruch genommen haben. Das heißt also, je länger so ein Projekt läuft und je großflächiger eigentlich diese Veränderung oder Intervention in einer Stadt ist, so mehr Unbekannte spielen einfach im Planungsprozess eine Rolle. Und wir haben das nicht immer so gut im Blick, weil viele Dinge, die damals vielleicht gut gemeint waren, als so ein Plan gemacht ist, sind heute gar nicht mehr umsetzbar oder es kommen völlig neue Einflüsse dazu, die man damals einfach überhaupt noch nicht absehen konnte. Es gab vor einigen Jahren, ich glaube vor 2, 3 Jahren, gab es eine Ausstellung, die sich tatsächlich auch mit dem Begriff der Wohnungsnot auseinandergesetzt haben. Hier steht Städte im Stress. Das war eigentlich eine sehr schöne und sehr umfangreiche Ausstellung. Und die hat uns doch gezeigt, dass viele Städte eben jetzt mit so einem Problem, aber in sehr unterschiedlichen Maßstäben und auch in sehr unterschiedlichem Maße konfrontiert sind. Das heißt also, wir müssen, wenn wir diese Szenarien entwickeln, wie sich eine Stadt dann weiterentwickeln kann, immer auch im Blick haben, dass es eine ganze Reihe Sachen gibt, die wir einfach noch nicht wissen, wenn der Plan erstellt wird.
Das ist eine sehr schöne Abbildung aus einem Projekt, einem Entwurfsprojekt in Heidelberg. Das ist eine italienische Gruppe um Carlo Ratti, die sich ganz besonders mit der Digitalisierung beschäftigt hat und insbesondere auch die räumlichen Einflüsse, die eben aus der Digitalisierung kommen. Das sind Dinge, die gab es vor 2, 3 Jahren, hätten wir die noch nie irgendwo vermutet. Jetzt stellen wir natürlich fest, dass die Digitalisierung und natürlich auch die Entwicklung zur sogenannten Smart City eine ganze Menge Folgen einfach hat, die wir vielleicht vor 4, 5 Jahren überhaupt noch nicht auf dem Zettel hatten. Das heißt also, wir werden auch in Zukunft, und da bin ich ziemlich sicher, vielleicht noch nicht so mit diesen Weltraumthemen direkt konfrontiert sein, aber mit einer ganzen Menge von Entwicklungen, die auch starken Einfluss auf die Städte haben. Hier geht es gar nicht so sehr darum, dass sich automatisch bauliche Strukturen jetzt aus diesen Hintergründen entwickeln, sondern es geht eigentlich darum, wie wird die City oder wie wird so ein Stadtteil gemanagt, wie werden Entscheidungen getroffen, wie kommuniziert man eigentlich miteinander und welcher Einfluss haben eigentlich diese neuen Techniken dann tatsächlich auf unser Wohnen, Arbeiten an so einem Standort. Und diese Fragen sind überhaupt nicht einfach zu beantworten, sondern das ist so ein Herantasten. Es sind viele Hypothesen, die gemacht werden und dann natürlich eben der Versuch, in diesen Szenarien Schritt für Schritt zu denken. Also man fängt eben an jetzt mit diesem Bestand, das ist eine alte Kaserne und die wird eigentlich Stück für Stück dann auch mit in ersten Schritten beplant und dann bebaut. Aber die Hintergründe sind eben immer, welche Einflüsse sind dann wirklich wann spürbar und zu welchen Veränderungen in diesen Prozessen führt das Ganze. Wenn wir über Urbanität sprechen, sollten wir das meiner Ansicht nach nicht zu abstrakt machen, sondern wir sollten eigentlich berücksichtigen, was in unseren Städten passiert, um dann auch ein Gefühl dazu für zu bekommen, was auch das Ziel der Entwicklung ist. Weil wir haben es mit einer Energiewende zu tun, die wesentlich massiver auch unsere Gewohnheiten verändern wird. Wir haben aber natürlich auch dieses Wohnraumproblem, was eben tatsächlich eben auch nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern das sind teilweise Ergebnisse von langen Fehlentwicklungen, die jetzt aber tatsächlich sehr massiv werden und die einfach in vielen Städten dazu führen, dass starke Verdrängungsprozesse dann auch beginnen und natürlich auch der Wunsch nach Mitbestimmung. Also diese drei Themen sind einfach im Moment auch nicht absehbar, wann die eigentlich sich wieder etwas zurückziehen oder wann wir vielleicht zu einer Lösung kommen. Wir werden lange Zeit noch über dieses Wohnraumproblem nachdenken müssen und auch handeln müssen. Und wir werden immer wieder auch damit konfrontiert, wie spielen diese Dinge eigentlich zusammen? Weil Sie sehen, natürlich der Ausbau auch der alternativen Energien führt oft dazu, dass auch vor Ort eine ganz andere Meinung herrscht. Heißt also, wir brauchen auch diesen Zusammenhang mit der Mitbestimmung. Und dieses Wohnraumproblem ist eben auch nicht nur auf die großen Städte fokussiert, sondern das beobachten wir jetzt auch in kleineren Gemeinden. Das heißt also, es ist so ein Hin und Her und man entkommt diesen Themen eigentlich bei fast keinem größeren Städtebauprojekt. Global gesehen sind es aber natürlich sehr, sehr unterschiedliche Randbedingungen, in denen diese Veränderungen in den Städten stattfinden. Hier sehen Sie ein Bild von einem Projekt, was wir vor einigen Jahren in Sao Paulo in Brasilien begleiten durften. Es geht hier um einen großflächigen innerstädtischen Transformationsprozess von ehemaligen Industrieanlagen jetzt zu eben einer gemischten Stadt. Und Sie sehen aber, dass hier die Maßstäbe völlig anders sind, eben in diesen großen, sehr schnell gewachsenen internationalen Megacities. Herrschen natürlich noch ganz andere Bedingungen. Das heißt also, hier geht es wesentlich schneller, wesentlich radikaler und auch teilweise sehr wenig steuerbar. Das heißt also, wir müssten tatsächlich uns mit diesen Problemen auseinandersetzen, wohl wissend, dass die im globalen Zusammenhang noch wesentlich größer sind. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, diese drei Themen, die ich gerade aufgezählt habe, eben Wohnraumversorgung, Energiewende und auch Partizipation, was das in so einer Größenordnung dann am Ende bedeutet. Heißt aber nicht, dass wir uns da dem jetzt entziehen können in so einer fatalistischen Haltung und zu sagen, es passiert halt, was passiert,
sondern ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir diese Themen auch sehr eng im Auge haben und mit unseren jeweiligen Aufgaben auch verknüpfen. Kommen wir wieder etwas präziser zu unserem Thema heute. Wenn man über Urbanität spricht, kommt man um dieses Standardwerk nicht drumherum. Die Soziologen Hartmut Häusermann und Walter Siebel haben das damals in einem sehr präzisen Beitrag tatsächlich eingegrenzt und sehr viel klarer gestellt. Wir haben ja oft schon gesprochen, dass diese Begriffe sehr unterschiedlich benutzt werden. Hier haben wir tatsächlich den Vorteil, dass es eben sehr präzise Äußerungen dazu gibt. Und unten dieser Link, da können Sie sich auch per PDF, wenn Sie das interessiert, dieses Dokument herunterladen. Das sind 7 Seiten, das ist gar nicht so lang. Und Sie werden eigentlich dort sehr schön durch unterschiedliche Sichtweisen geführt und, glaube ich, bekommen ein besseres Gefühl dafür, was mit diesem Begriff eigentlich gemeint ist. Für mich ist es eigentlich so ein paar Dinge sind hier oben sehr schön formuliert. Also hier geht es eben darum, dass dieser Begriff übergeordnet ist. Es ist nicht eine bloße Addition von einzelnen Elementen. Das heißt also, wir können Dinge definieren, die dann umsetzen, aber wir sollten immer eine Idee davon bekommen, wie vielfältig eigentlich auch das Leben in einer Stadt ist. Es ist nicht nur das Addieren von Gebäuden, es ist nicht das Addieren nur von Infrastruktur, sondern es geht natürlich auch um soziale Prozesse. Also wie fühlen sich die Menschen in der Stadt? Wie nehmen sie eigentlich teil am gesellschaftlichen Leben? Und Sie sehen auch, dass natürlich die Zeit eine Rolle spielt. Also die Städte sind eben nicht gerade nur heute mal erfunden worden, sondern sie haben sehr lange Zeit gehabt für ihre Entwicklung. Und eben diese urbane Kultur, von der hier die Rede ist, hat sich eben auch entwickelt. Das bedeutet, es muss immer auch unsere Pflicht sein, in die Stadtentwicklung, in die Geschichte der Stadt zu sehen, um dann einfach so ein Gefühl zu bekommen, womit haben wir es zu tun, welche sinnvollen Weiterentwicklungen sind eigentlich für jede Stadt auch notwendig und wo braucht eine Stadt vielleicht auch mal neue Impulse, neue Ideen. Das heißt also, wenn wir über Urbanität sprechen, ist dieser Begriff nicht so schnell greifbar, aber er ist doch sehr grundlegend auch mit der Entwicklung und der Geschichte unserer Städte verknüpft. Es gibt allerdings auch sehr unterschiedliche Sichten auf diesen Begriff. Ich habe ja auch beim letzten Mal, als es um die europäische Stadt ging, eigentlich Ihnen versucht, immer vielleicht ein etwas bodenständigeres, etwas traditionelleres Bild zu vermitteln, dann aber natürlich auch radikale neue Ideen, um das Ganze weiterzuentwickeln. Und für mich spielt diese Urbanität eigentlich immer zwischen Bewahren und auch im Respekt vor der historischen Entwicklung, vor dem Bestand. Dann aber natürlich auch die Aufgabe, wie entwickelt sich unsere Generation weiter? Wie gehen wir mit diesen neueren Themen um und welcher Einfluss spielt eigentlich dann auch in solche städtebaulichen Entwürfe hinein? Das heißt, also, es geht immer darum, auf der einen Seite sicherlich auch Dinge zu bewahren und auf der anderen Seite dann aber auch eben den neuen Herausforderungen auch zu begegnen. Sie werden vielleicht auch so in der öffentlichen Diskussion manchmal gerade hier in Karlsruhe Stimmen hören, die sagen, wir wollen keine weitere Entwicklung. Alles soll so bleiben, wie es ist. Unser schönes Dorf Karlsruhe. Das ist auf der einen Seite sicherlich verständlich, also dass man sagt, wir wollen nicht ständig überall Kräne sehen. Wir wollen nicht nur um Baustellen herumfahren. Es soll doch bitte hier auch nicht alles überformt werden. Auf der anderen Seite sprechen wir über den Wettbewerb der Städte, wir sprechen über Arbeitsplätze, wir sprechen über neue ökologische Bedingungen, die in der Stadt umgesetzt werden müssen. Wir sprechen über Energiewende. Das heißt also, wir werden immer dazwischen balancieren müssen, zwischen dem Respekt gegenüber den vorhandenen Strukturen, dann natürlich aber auch eben, wie gehen wir mit den neuen Herausforderungen um? Also das ist nie so ein ganz gerader Weg, der linear verläuft, sondern es ist oft ein Pendeln und dann natürlich auch ein Ausloten der Möglichkeiten, die überhaupt da sind. Ich möchte gerne auch heute so unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Begriff darstellen. Es gibt Kollegen in Dortmund, die haben das Institut für Stadtbaukunst gegründet.
Und Sie haben eigentlich eine ganze Reihe von Aktivitäten. Sie haben sehr viele Veranstaltungen, Veröffentlichungen. Und es ist schon Positionspapiere. Und es ist tatsächlich interessant, auch da mal hineinzusehen. Es ist sicherlich eine Sichtweise, die jetzt eher auch um traditionelle Werte ringt. Sie haben vor ein paar Jahren eine Debatte angefangen über die Schönheit der Stadt. Das hat eine Menge Verwirbelungen auch so in unserer Disziplin zutage gebracht. Aber ich finde trotzdem wichtig, auch verschiedene Positionen eben auch sich anzusehen und nicht immer ganz schnell den großen und auch sehr verführerischen Überschriften hinterherzulaufen. Die haben eine Zeit lang mal in Düsseldorf eine jährliche Konferenz einberufen zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt. Und Sie sehen, das war in einem Kuppelsaalgebäude direkt am Rheinufer, ein sehr bekanntes Gebäude in Düsseldorf. Und es hat einen sehr, sehr eindrucksvollen Raum, also eine richtige Bühne. Sie sehen ganz viele Experten hier um den Tisch herum. Und Sie sehen so das kommt man jetzt eigentlich nicht auf die Idee, dass es hier so um Städtebau und Stadtentwicklung geht. Also es könnte auch ein großer politischer Event sein oder ein kultureller Event. Und die haben sehr geschickt diese Themen, die uns ja auch alle berühren, eben jetzt auf eine andere Bühne gehoben. Und da kann man stehen zu, wie man will. Ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, sich über diese Themen auseinanderzusetzen. Und es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt sicherlich viele Vertreter auch in unserer Disziplin, die eher so dieses Bewahren beschwören, das Rückbesinnen auf alte Werte, auf Traditionen. Und es gibt natürlich auch die radikaleren Ideen. Und ich denke aber, dass wir beide Sichtweisen wirklich brauchen. Die in Dortmund sind dann doch oft auch relativ provokant und man muss sich manchmal so die Augen reiben. Hier geht es eben in einer Veranstaltung um die Stadt für morgen in einem völlig unerwarteten Kontext. Ich glaube, das ist in einer alten Klosteranlage aufgenommen, dieses Bild. Und Sie sehen eigentlich, dass man sich in so einem Ambiente über die Fragen von morgen natürlich auch unterhalten muss. Es geht eigentlich nicht nur immer darum, dass man sagt, nur die nächste Generation soll sich eben damit auseinandersetzen, sondern ich glaube, es ist sehr vielschichtig, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Ganz nebenbei, das sehen Sie unten noch erwähnt, eine sehr schöne Publikation über die IBA in Berlin, über die ich ja auch beim letzten Mal berichtet habe. Da geht es eigentlich so um eine Rückschau 25 Jahre später. Viele Projekte, die damals auch realisiert wurden, sind dort abgebildet. Und das ist wirklich eine lohnenswerte Publikation. Ich glaube, da kann man ganz gut verstehen, was eigentlich damals auch in Berlin eben diese kritische Rekonstruktion eigentlich tatsächlich bedeutet hat und wie wir möglicherweise auch heute dort noch eine ganze Menge lernen können. Ich möchte kurz nochmal in Berlin bleiben, nämlich in Berlin gab es damals nach der Wende eine ganze Menge Bestrebungen eigentlich oder auch die große Fragestellung, wie entwickelt sich die Innenstadt oder das neue innere Berlin eigentlich weiter. Durch die Mauer und durch die zwei unterschiedlichen Entwicklungen in West- und Ost-Berlin war gerade die Frage der Berliner Stadtmitte eigentlich eine völlig offene Frage. Damals unter dem Senatsbaudirektor Hans Stimmern wurde eben das Planwerk Innenstadt gegründet. Es wurde fast über 10 Jahre dann darüber in verschiedensten Ebenen nachgedacht, wie die Stadt sich entwickeln soll. Und eben hier stand auch ganz oben drüber, dass man eben jetzt tatsächlich in der Innenstadt von Berlin auch eine neue Urbanität schaffen wollte. Das war damals ein Begriff, der gar nicht so oft verwendet wurde, sondern man hat sich damals eher auch mit großen Stadterweiterungen beschäftigt. Aber hier natürlich ganz oben auf der Tagesordnung, wie kann eine Großstadt und auch die neue Hauptstadt, wie kann die sich eigentlich in ihrem Kern weiterentwickeln? Sie sehen, es ist das sogenannte Planwerk entstanden. Es ist tatsächlich auch eine ganze Reihe von sehr konkreten Plänen gewesen. Und Sie sehen hier rechts in einem Detailblick, was man eigentlich hier versucht hat. Also man hat natürlich eben versucht, gerade auch in der Mitte
dann auch auf vielen freien Flächen dann einen Maßstab zu finden und eine Art und Weise zu finden, diese Stadt auf der einen Seite weiterzuentwickeln, aber auf der anderen Seite natürlich auch die historischen Spuren, die historischen Hinterlassenschaften dann auch sichtbar zu machen. Und es gab damals eine sehr kontroverse Debatte über dieses Planwerk, weil das Planwerk ist eben nicht öffentlich entstanden, sondern es ist in vielen Facharbeitskreisen entstanden. Es ging irgendwann der Vorhang auf und da war dann das Bild der neuen Innenstadt von Berlin. Die einen haben gesagt, Gott sei Dank, endlich können wir uns jetzt orientieren und haben eine Idee, wie sich diese Stadt weiterentwickelt. Und die anderen waren schlichtweg entsetzt, weil sie gesagt haben, das kann man doch jetzt nicht machen. Man kann doch nicht nur mit Experten 10 Jahre arbeiten und dann auf einmal so sagen, so wird es jetzt. Also wo sind alle, die dort mitreden wollen? Wie können wir die unterschiedlichen Strömungen hier vereinen? Und wie können wir auch mit diesem sehr komplexen historischen Hintergrund gerade dieser Stadtmitte umgehen? Und das war tatsächlich auch eine Frage, da wurde der Städtebau sehr stark hinterfragt. Ist es jetzt tatsächlich top-down von oben? So wird es gemacht und Sie sehen links so die ersten Visualisierungen auch davon, die waren jetzt nicht sehr ermutigend. Es ging einfach immer wieder um verschiedene Blockkonfigurationen und es ging eigentlich fast, und das war der Vorwurf an dieses Planwerk, fast um ein rückwärts gewandtes Bild auch von der Innenstadt. Damals ging es eben auch um den Palast der Republik. Es ging aber auch um verschiedenste Bereiche, die Museumsinsel, wo man sich überhaupt nicht sicher war, in welche Richtung geht denn das jetzt? Also ist es tatsächlich diese kritische Rekonstruktion oder ist es eigentlich fast so, die Uhr zurückdrehen wollen? Und dieser Streit war damals sehr kontrovers und man hat nicht so richtig verstanden, in welche Richtung das eigentlich gehen soll. Wir sehen hier nochmal die Ausmaße, das ist schon beeindruckend. Auch gegenüber der IBA in Berlin, das ist also nur ein Bruchteil davon. Sie sehen hier so die neueren Strukturen in Rot, der Bestand in Schwarz und Sie sehen eigentlich, um was für große Quartiere es ging, den Potsdamer Platz, heute zum größten Teil auch realisiert. Dann aber auch um das ganze Thema, wie sich dann auch der Bundestag in der Stadtmitte dann tatsächlich präsentiert, wie er sich einfügt mit seinen ganzen Verwaltungen, weil das Bundestagsgebäude ist ja das eine, aber wir haben eine Riesenanzahl von Abgeordnetenbüros, von Mitarbeitern, von Ministerien und das war natürlich ein riesiges Fund, auch eine riesige Hypothek tatsächlich. Wie bringt man das unter, wie setzt man das um? Es war aber natürlich auch ein enormer Beschleuniger, weil wenn das so nicht gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, wäre die Entwicklung wesentlich langsamer auch vonstatten gegangen. Und das Ganze war eine unglaubliche Beschleunigung auch für dieses Riesenprojekt, wovon Sie hier eigentlich so eine Idee bekommen, was das eigentlich für Ausmaße hatte. Eine wichtige Person, ich versuche ja auch immer in diesen Zusammenhängen in solche markanten Personen eigentlich vorzustellen, das ist Hans Stimmern, das war eben wie schon erwähnt der Senatsbaudirektor. Berlin hat eine etwas eigentümliche Konstruktion, weil es eben auch Bundesland ist. Also er war dann Staatssekretär für Stadtentwicklung, aber als Senatsbaudirektor. Das heißt, das war schon eine Position, die jetzt sehr viel an Einfluss dann auch tatsächlich zusammengeführt hat. Und vereinigte und er war auch eine sehr markante oder ist er ist jetzt glaube ich gerade 80 geworden, also er ist eine sehr markante Stimme auch, der die Dinge sehr deutlich angesprochen hat und unten wieder so ein paar YouTube-Hinweise, das ist wirklich interessant, wie er das so auf den Punkt bringt, wie er aber auch kein Blatt vor den Mund nimmt, er steht für seine Überzeugung, ich durfte ihn auch persönlich ein paar Mal erleben, in nicht so einfachen Diskussionen und er konnte einen schon so richtig reizen, aber er hatte tatsächlich auch ein klares Bild und er wollte überzeugen und ich glaube auch, dass sein Einfluss auch gerade die Stadtmitte von Berlin sehr stark geprägt hat und er war eben auch ein Vollblutarchitekt in einer solchen fast schon politischen und gesellschaftlichen Stellung. Ich möchte aber
das jetzt nicht so stehen lassen, weil das Planwerk Innenstadt wurde tatsächlich auch in großen Zügen umgesetzt. Aber es gibt einfach auch eine ganz andere Strömung in Berlin, die jetzt eher auch von jüngeren Büros verkörpert wird, die sich eben nicht so dieser eindeutigen Haltung unterwerfen wollten. Hier, das sind die jungen Kollegen von Tele Internet Café, die auch schon eine ganze Reihe von städtebaulichen Projekten so in den letzten Jahren gemacht haben. Und ganz bemerkenswert finde ich ein Projekt, was auch tatsächlich so ganz in der Mitte von Berlin, aber mit einem völlig anderen Hintergrund eigentlich jetzt so langsam Gestalt annimmt. Es geht eben darum, im Planwerk Innenstadt war die Vorstellung, man macht eben diesen großen Plan, man versucht eigentlich das dann auch im Planungsrecht mit Gestaltungsrichtlinien und genauen Bebauungsplänen dann auch wirklich zu manifestieren und dann wird es eigentlich von den bestmöglichen Architekten umgesetzt. Man hat eben so ein relativ einfaches Schema entwickelt damals, eben zu sagen, es gibt dann Wettbewerbe, wer den Wettbewerb gewinnt, der baut es auch. Und er muss sich eben fast wörtlich an diese Vorgaben halten. Das ist eine Zeit lang auch so praktiziert worden. Man hat dann aber schon relativ schnell gemerkt, dass eben die Stimmung in der Stadt sich auch verändert hat. Man will eben nicht nur diesen einen Plan verfolgen. Es gibt sehr unterschiedliche Bedürfnisse und auch eine sehr intensive Diskussion eigentlich, wie Urbanität eben an diesen Stellen umgesetzt wird, weil die ersten Ergebnisse aus dem Planwerk Innenstadt waren dann doch relativ große, anonyme Gebäude. Die Mischung, also auch eine Mischung der Nutzung, war immer nur sehr schwer herzustellen. Es war meistens dann auch immer in der Architektur sehr ähnlich, sehr steinern, sehr großstädtisch. Und es gab eine sehr intensive Diskussion, das tatsächlich auch zu verändern. Dafür steht vielleicht dieses Verfahren, das ist noch relativ frisch. Hier ging es eben darum, tatsächlich an einem Standort mitten in der Stadt dann auch sehr unterschiedliche Programme zu verwirklichen und eben nicht zu sagen, es ist ein großes Bürogebäude, es ist ein großes Wohngebäude, sondern man wollte tatsächlich für unterschiedliche Gruppen bauen und man versuchte eben tatsächlich so ein sehr kleines, aber sehr belebtes und sehr urbanes Quartier zu entwickeln. Das Ganze wurde eben auch in einem offenen Verfahren gemacht. Es gab damals auch am Alexanderplatz so einen Projektraum, der war auch für alle offen, der konnte besucht werden. Man wollte jetzt auch tatsächlich eben nicht nur diese steinernen Bilder des Planwerk Innenstadt, sondern Sie sehen auch an den Renderings, an den Vorstellungen und wollte auch tatsächlich etwas andere Lebenswelten jetzt in der Stadt realisieren. Natürlich bei hoher Dichte, weil in Berlin sind natürlich diese Grundstücke enorm viel wert. Der Bestand ist auch nicht in Frage zu stellen, sondern es ging eigentlich hier darum, wie kann man sich jetzt ein Leben von unterschiedlichen Gruppen in einer gewissen Offenheit mitten in der Stadtmitte vorstellen. Und Sie sehen unten dann diese spielenden Kinder, Urban Gardening, dann aber auch sehr öffentliche Erdgeschosszonen, und auch verschiedene Maßstäbe, die hier aufeinander kommen. Und ich finde es deswegen bemerkenswert, weil es eben der Versuch ist, auch in sehr hohen Dichten eben diese Atmosphären dann zu erzeugen. Wir sehen hier immer, was bei diesen Projekten heute im Gegensatz zu den Planwerkprojekten eigentlich sehr wichtig ist. Sie sehen, dass da völlig unterschiedliche Programme dann auch realisiert werden müssen. Sie sehen, da ist ein öffentliches Gebäude, für den Bezirk Mitte ein Rathaus. Es gibt verschiedene Wohnungsbauinitiativen. Es gibt dann aber auch weitere öffentliche Nutzungen. Und das ist schon bemerkenswert eben, dass man solche Nutzung in so einem Projekt eben nicht nur separiert baut, sondern das war oben so die Vorstellung. Sie sehen, das wäre eben ein Rathaus gewesen, ein Finanzamt, sondern tatsächlich versucht man das heute eben auch zu mischen. Und Sie sehen, dass es eben auch in öffentlichen Gebäuden jetzt dann um Raum für Initiativen geht. Und Sie sehen eigentlich in diesen beiden Grafiken sehr schön, was man heute auch mit oder als eine der Grundbedingungen für Urbanität beschreiben würde, dass man eben nicht Gebäude mit getrennten Nutzungen einfach nebeneinander stellt, sondern dass man diese Nutzung in Beziehung setzt, dann auch mischt und insbesondere, und das ist, glaube ich, das Bemerkenswerte oder Wichtige hier in dieser einfachen Grafik, dass man eben auch den Gebäuden in ihrem Kontakt zum öffentlichen Raum, also im Erdgeschoss,
die Möglichkeit gibt, wirklich auch öffentlich zu sein und eben nicht nur einen Eingang zu haben oder eine leere Fassade oder schlimmer noch ein Parkdeck oder sowas, sondern dass man wirklich sagt, wir wollen, dass alle Gebäude ausnahmslos in der Erdgeschosszone eine Nutzung bekommen, die eben auch eine gewisse Öffentlichkeit hat. Das ist nicht immer so einfach, weil gerade bei öffentlichen Gebäuden ist das schwierig, weil die Betreiber und Nutzer wollen das meistens gar nicht. Aber ich glaube, es ist eine absolute Grundbedingung, um eben dann auch über Mischung, über eine gewisse Lebendigkeit, aber auch über wenig Barrieren zu sprechen. Und das sind aus meiner Sicht wirklich ganz wichtige Grundbedingungen auch für Urbanität. Wir sehen, wie das Ganze dann umgesetzt wurde. Ich will da gar nicht so eingehen. Sie können aber gerne auch nochmal recherchieren. Da gibt es eine ganze Menge Informationen auch zu diesem Projekt. Wie gesagt, unten immer dann auch die Links. Sie finden dort auch eine ganze Menge weitere Informationen. Und ich finde es sehr interessant, dass es jetzt eben auch auf den Entwurf ankommt. Es geht nicht nur um die Programmierung, es geht auch nicht nur um die Definition der Ziele oder Begrifflichkeiten, sondern jetzt geht es auch darum, wie kann ich diese Ziele erreichen? Was muss ich tatsächlich jetzt auch entwerfen? Wie sehen die Strukturen aus? Wie sehen die öffentlichen Räume aus? Wie sehen dann aber auch die privateren aus? Und Sie sehen, das sind eben keine großen anonymen Strukturen, sondern sie versuchen eigentlich eine gewisse Kleinteiligkeit, dann aber auch eine gewisse Logik zu haben. Das sehen Sie unten in der Skizze, dass man schon versucht, einfach auch zwischen öffentlich und privat zu trennen. Dann natürlich auch, wie kommt Grün eigentlich in diese sehr dichten und hohen Strukturen hinein? Und wie können auch die Gebäude eine gewisse Individualität dann entfalten? Dazu gehören heute, und das ist der große Unterschied auch zum Planwerk, öffentliche Planungsverfahren. Ich glaube, das ist ein Lernprozess, der auch so in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden hat, dass wenn das Ziel tatsächlich eine Mischung und ein urbanes Lebensgefühl sein soll, dann müssen wir eben nicht nur als Fachleute einen Entwurf machen und dann allen sagen, so ist es halt und so wird's, sondern dann müssen wir sehr intensiv dann auch mit den Nachbarn, mit den Nutzern selber arbeiten. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die hat schon so in den 70er, 80er Jahren begonnen. Aber eigentlich heute erst können wir wirklich sagen, wir müssen mit diesen Projekten immer auch in der Öffentlichkeit arbeiten. Und das stellt einige Anforderungen auch an uns als Architekten und Stadtplaner. Und wir müssen tatsächlich auch lernen, dann in diesen Szenarien zu denken und nicht nur zu sagen, das ist es, ein Endprodukt, so wie es eigentlich das Planwerk Innenstadt versucht hat, sondern wir müssen sagen, wir gehen gemeinsam auf eine Reise, wir versuchen Schritt für Schritt eine Idee zu entwickeln, was dann auch wirklich das beste Ergebnis ist für unsere Aufgabenstellung. Und wir brauchen Geduld miteinander. Und diese Aufnahmen, die wirken immer so ein bisschen spielerisch oder wie so früher vielleicht in der Schule oder im Kindergarten, wo so gemeinsam gebastelt wurde. Aber da die sind eben gar nicht so einfach, und sondern wir müssen einander zuhören. Das gilt für die Nachbarn und Nutzer und Bewohner genauso wie für uns die sogenannten Experten, die am Tisch sitzen. Und ich kann nur sagen, ich habe das sehr, sehr oft schon auch in verschiedensten Konstellationen gemacht. Es ist super anstrengend. Es ist super kommunikativ. Man geht wirklich abends nach Hause und es will überhaupt nichts mehr hören und sehen, weil es sehr, sehr intensiv ist. Und vor allen Dingen ist aber das Ergebnis steht nicht vorher fest. Das heißt, wir wissen es auch nicht, was am Ende das Beste ist. Wir gehen hinein, wir versuchen dem dann eben eine Form zu geben, weil nur durch Reden entstehen eben auch keine Entwürfe. Und das heißt, ich kann wirklich nur dazu auffordern, dass wenn Sie auch mitbekommen, wo sowas gerade stattfindet, es gibt vielfältige Angebote, auch hier in Karlsruhe, versuchen Sie dort einfach teilzunehmen oder nehmen Sie diese Kultur, also des gemeinsamen Arbeitens an einem Tisch, jetzt auch in Ihre Gruppenarbeiten im vierten Semester. Und Sie werden merken, dass es überhaupt nicht trivial und einfach ist. Und es ist am Tisch nicht einfach, es ist digital nicht einfach. Aber ich kann Sie wirklich nur motivieren dazu, weil es eigentlich die zentrale Arbeitsweise mittlerweile in unserer Disziplin geworden ist.
Ich möchte einen weiteren Blickwinkel jetzt auf diesen Begriff noch hinzufügen. Wir hatten jetzt eben teilweise die Kollegen aus Dortmund, die sehr stark eben auf den Bestand oder so auf das, was Sie eben auch als europäische Stadt beschrieben haben, reflektieren. Wir hatten dann jetzt auch diese Tendenzen, die sehr unterschiedlich sein können in Berlin. Und ich möchte Sie jetzt nochmal mitnehmen in eine Forschungsarbeit, in eine wissenschaftliche Arbeit von Martina Baum. Sie hat bei mir 2007 über dieses Thema promoviert. Und sie hat damals auch eine ganze Menge Untersuchungen eben gemacht, weil es uns interessiert hat, wie geht das weiter mit diesem Begriff? Sind wir gefangen eigentlich in dem, was damals in Berlin formuliert wurde? Oder gibt es einfach auch tatsächlich neuere Aufgaben, in denen gerade diese Definition des Urbanen eine wesentliche Rolle spielt? Sie ist mittlerweile Kollegin auch von uns in Stuttgart geworden. Sie hat damals bei mir promoviert, war dann an der ETH, hat dort eine ganze Reihe auch von diesen Studien gemacht und ist mittlerweile auch Professor für Städtebau in Stuttgart geworden. Ich finde es immer auch wichtig, jetzt etwas jüngere Kollegen hier zu erwähnen, weil sie werden denen wahrscheinlich in unterschiedlichen Konstellationen auch begegnen. Sie sollten ein bisschen wissen oder sie auch einordnen können, wofür jetzt auch jüngere Kollegen stehen. Ich erwähne Hans Stimmern genauso wie das Deutsche Institut für Stadtbaukunst in Dortmund und natürlich aber auch jüngere Positionen, die sich durchaus unterscheiden, auch wenn sie über sehr ähnliche Dinge dann reden. Es ging damals darum, in diesen aufkommenden Transformationsgebieten zu forschen und zu fragen, welche Vorstellungen von Urbanität werden eigentlich hier umgesetzt? Sind es tatsächlich noch diese Vorstellungen, die dann auch in den großen Metropolen, in den Mitten eigentlich stattfinden, oder sind es mittlerweile andere? Weil man muss wissen, dass natürlich durch diese enormen immobilienwirtschaftlichen Entwicklungen die Stadtmitten eher zum Problem geworden sind. Und das nicht erst heute, sondern schon auch zu Beginn der 2000er Jahre hat eine sehr starke Kommerzialisierung der Innenstadt stattgefunden. Und das, was ich Ihnen so mit den schönen Mischungsverhältnissen gerade gezeigt habe, hat dort einfach überhaupt nicht mehr stattgefunden, sondern es wurden sehr große Immobilienvermögen im Prinzip dann auch konzentriert, vor allen Dingen auch getrieben durch die großen Einzelhandelsunternehmen, Quelle Kaufhof, Karstadt, Sie kennen alle diese Geschichten, die haben eben tatsächlich immer mehr, immer größer Komplexe in die Städte hineingebracht. Die Mieten sind sehr stark gestiegen und diese Mischung konnte einfach überhaupt nicht mehr stattfinden. Das heißt, wenn wir eben jetzt nach Urbanität suchen und sagen, ein ganz grundlegendes Merkmal ist eine gewisse kleinteilige Mischung, haben wir die in den Innenstädten fast kaum noch gefunden, sondern wir sind eben in Gebiete ausgewichen, auf die man erstmal überhaupt nicht gekommen wäre. Alte Industrieareale, Brachflächen und tatsächlich auch solche etwas improvisierteren Nachbarschaften. Und das war eben nicht unbedingt Wille, sondern das war eigentlich eher Not, weil in den Innenstädten eigentlich gerade für diese Nutzung kein Raum mehr ist. Jetzt komplett aus der Stadt hinauszugehen, hat einfach auch eine ganze Menge Nachteile, war damals einfach auch noch nicht wirklich vorstellbar. Also hat man eben Bereiche jetzt in der Stadt gesucht, die eben diese Transformationen gerade durchmachen und die möglicherweise auch für ein etwas anderes, neueres und auch zeitgemäßeres Bild für Transformationen stehen. Ich habe damals im Vorwort auch von dieser Promotion, die dann veröffentlicht wurde, versucht, nochmal diesen Begriff etwas anders zu definieren. Eben nicht nur über die Merkmale, das haben eigentlich die Soziologen schon hinreichend gemacht, und auch gar nicht so sehr in diesem bewahrenden und etwas rückwärtsgewandten Sinne, sondern tatsächlich die Verbindung herzustellen in diese Transformationsgebiete. Das ist ein bisschen sperriger Begriff, das gebe ich zu, aber es wird ganz gut beschrieben, was da passiert. Es geht eben nicht darum, jetzt alles abzureißen und eben ein neues Stadtviertel, ein neues Quartier zu bauen, sondern eher zu verstehen, wo kann ich anknüpfen, wie kann ich den Bestand hineinbringen, wie kann ich aber dann auch neuen Ansprüchen nach Arbeitsplätzen Raum geben. Es war damals eigentlich schon klar, dass mit so Beginn der ganzen Start-up-Idee die Gewerbeentwicklung sehr viel kleinteiliger in Zukunft sein wird. Es sind nicht nur ein paar große Firmen
in die eigentlich das alles bestimmen, sondern der Mittelstand, immer schon auch in Europa sehr stark ausgebildet, hat eigentlich nochmal einen neuen Schub bekommen. Und diese Firmen oder die kleinen Startups, die wollen nicht in großen anonymen Gebäuden in der Innenstadt eben arbeiten. Und die wollen aber natürlich trotzdem am städtischen Leben teilnehmen. Und die haben sich so erst ihre Nischen gesucht und stehen eigentlich auch für eine etwas neuere Art der Urbanität. Ich habe versucht, das hier zusammenzufassen. Sie können das sich einfach auch mal in Ruhe durchlesen, weil das wirklich eine etwas andere Sichtweise eben auch auf dieses Thema und diesen Begriff dann darstellt. Martina Baum hat in ihrer Arbeit eben dort angefangen zu suchen, wo man erst einfach mal überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist. Es sind eigentlich riesige Komplexe und Sie sehen hier, das ist so ein in München im Kunstpark Ost, der war damals noch gerade so im Werden oder es gab die ersten Ideen dazu. Und man hat dort eben gesagt, naja gut, wir geben kleineren Unternehmungen einfach hier Raum. Die können sich erstmal fast so etwas improvisiert in diesen Bestandsgebäuden dann auch einmieten. Aber es gibt keinen großen Komfort, es gibt keine große finanzielle Förderung, sondern es hat eigentlich angefangen wie so eine kleine Nische. Also dass man sagt, wir wollen das eben irgendwann möglicherweise doch abreißen. Es gab Leerstände, auch weil Großindustrie hier eben auch ausgezogen ist. Man hat eigentlich angefangen, eigentlich fast so mit kleinen improvisierten Gebäuden und dann auch so einer Form, das sieht ja so aus, gerade dieses Bild hier, dass es nicht auf Dauer angelegt ist, sondern eher auch so eine temporäre Form erstmal darstellt. Das war der städtebauliche Plan für den ganzen Bereich am Ostbahnhof in München und Sie sehen, das ist erstmal relativ einfach strukturiert, es sind sehr dichte Gebäude, es sind sehr große Blocks, es sollte ein zentraler Park eingefügt werden und man hat dort schon versucht, eben auch den Bestand mit einzubeziehen, aber in diesem ursprünglichen Plan hat man eigentlich noch nicht wirklich sich damit beschäftigt, sondern man hat gesagt, das ist ein langfristiges städtebauliches Projekt, man wird eigentlich nach und nach so die älteren Gebäude dann auch ersetzen und dann eben in diese Struktur zu überführen. Man muss immer wissen, wenn man solche Pläne macht, redet man eben über Prozesse zwischen 20 und 30, manchmal auch 40 bis 50 Jahren. Und dieses Planbild ist natürlich eine Absichtserklärung. Denn in dem Moment, wo so ein Plan gemacht wird, versucht man eben dann auch die Bedingungen, die man dann vorfindet, zu interpretieren und natürlich in ein gewisses Zukunftsbild hineinzufügen. Aber man ist überhaupt noch nicht so detailliert mit den Beständen unterwegs. Man weiß einfach nicht, welche Nutzung an welcher Stelle dann wirklich realisiert wird, sondern diese Planbilder sind erstmal nur relativ grobe Absichtserklärungen. Der sogenannte, so der Ursprung vom Kunstpark Ost war dann eben an einer Stelle in diesem großen Plan. Und da standen eine ganze Menge Gebäude, die wenn man nach diesem Plan gegangen wäre, auch zum großen Teil abgerissen werden sollten. Das war eigentlich immer im Städtebau so, dass man gesagt hat, naja, wir wollen eben jetzt neue Stadtquartiere, neue Stadtviertel entwickeln. Und wenn jetzt hier eben Industrie war, passt das eigentlich gar nicht zu dem, was in Zukunft dort sein soll und was auch dort entwickelt werden soll. Man hat dann tatsächlich so hier in München gesehen, naja, vielleicht ist es die zumindest mal als Übergang gar nicht so eine blöde Idee, auch die bestehenden Gebäude erstmal zu nutzen. Weil es gab dann auch in den Großstädten doch eine ganze Reihe von Kulturschaffenden, von kleineren Startups, von Leuten, die eben nicht in der Innenstadt arbeiten können und wollen, sondern die tatsächlich so ein kleines Areal in der Stadt haben wollen, wo eben nicht alles nach den normalen Gesetzmäßigkeiten ablaufen soll. Interessant ist jetzt auch bei der Untersuchung, die Martina Baum in ihrem Buch da dokumentiert hat, dass es tatsächlich um eine ganz gewisse Klientel geht. Es geht jetzt nicht um die ganz große Masse. Es gibt aber eben doch jetzt eine sehr gebildete Bürgerschicht, die relativ jung ist und die auch unabhängig sein will. Wir haben gerade in diesem Zusammenhang, hat Martina damals eine ganze Reihe von Umfragen gemacht, sehr akribischen Befragungen und es kam eigentlich heraus, dass tatsächlich
dieser Urbanitätsbegriff sich mit vielen anderen Attributen hier vermischt. Sie sehen eigentlich hier diese Begriffe sehr schön mal aufgelistet. Das führt eigentlich dazu, dass es vielleicht so etwas elitärer ist. Gute Bildung, selbstbewusstes Auftreten, höflich, tolerant, zuvorkommend, kultiviert, weltgewandt, wow. Also das sind alles so Attribute, da denkt man sich, was ist das jetzt? Warum gehen die aber, diese Leute, eben nicht in die Innenstadt oder in tolle große Bürogebäude, sondern warum gehen die eigentlich in Brachflächen, in Stadtteile, die nie jemand kannte, und warum nageln die irgendwo so ihren Briefkasten dran? Wenn man dem so ein bisschen weiter folgt und die Leute auch befragt, warum macht ihr das, dann wird es wirklich interessant, weil hier völlig andere Begriffe jetzt eine Rolle spielen, als die man lange gewöhnt war, wenn man auch eben Gewerbeentwicklung sich angesehen hat oder auch Absolventen befragt hat, was wollt ihr eigentlich in Zukunft? Es gab am KIT auch mal solche Fragen. Da wurden auch gerade Absolventen der Wirtschaftswissenschaften, des Maschinenbaus befragt, wie sie eigentlich in Zukunft arbeiten wollen. Und das war früher wohl so, dass die gesagt haben, okay, wir gehen in die Großindustrie, wir gehen zu Bosch, Daimler, Porsche, BMW oder sonst wie, weil es einfach auch ein vorgezeichneter Berufsweg war. Hat sich wirklich sehr stark verändert. Wenn Sie das heute fragen oder sich selber mal hinterfragen, werden wahrscheinlich die wenigsten sagen, wir wollen in die ganz großen Unternehmen, sondern wir wollen möglicherweise eben auch freier arbeiten, wir wollen ortsunabhängiger arbeiten, wir wollen auch mehr unser eigener Herr sein. Und das ist ziemlich interessant, wenn man das eigentlich jetzt mal dann auch in den Statistiken verfolgt. Sehen dann auch, dass hier verschiedene Projekte untersucht worden sind. Und hier sieht man eigentlich, dass erstmal der Bildungsstandard eine große Rolle spielt, dass es eben jetzt tatsächlich nicht nur kleine Handwerksbetriebe sind, sondern sehr viele Start-ups, kleinere Firmen, unabhängige Gewerbetreibende, Einzelunternehmer. Und dass die natürlich dann auch sehr viel einfacher sich mit anderen Nutzungen wieder mischen können. Das heißt, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen irgendwo unterbringen will, ist es natürlich eine völlig andere Aufgabe, als wenn ich jetzt 50 Kleinunternehmer irgendwo integrieren will. Das heißt also, alleine diese Struktur bietet die Möglichkeit, dass eine sehr viel größere Mischung entsteht. Sie sehen hier ein paar Ergebnisse auch aus der Forschungsarbeit von Martina Baum. Hier sieht man eigentlich 5 Gebiete, die untersucht worden sind. Eins davon eben der Kunstpark Ost, aber auch in Köln, in Leipzig. Und Sie sehen eigentlich, dass da sehr unterschiedliche Mischungsverhältnisse jetzt entstanden sind. Dass tatsächlich da zum Beispiel in Vulkan in Köln überwiegt eigentlich Büro und Dienstleistung und die anderen sind sehr klein, während wir in den anderen Projekten eine sehr viel großflächige und eine gleichmäßigere Durchmischung auch der verschiedenen Klientelen und auch der verschiedenen Nutzungen haben. Bedeutet eigentlich tatsächlich, dass wir darüber sprechen, eben jetzt nicht nur Gebäude für Nutzer zu bauen und dann sieht man mal, was passiert, sondern diese Nutzer haben andere Ansprüche. Sie wollen mehr Freiheit, sie wollen eben, und da gibt es einen Begriff, der sehr wichtig ist, das ist die Aneignungsfreiheit. Und das heißt also, es ist nicht nur architektonisch ein Haus, wo jemand einzieht und es dann eben benutzt, sondern die Leute brauchen oder fordern heute auch eine gewisse Freiheit, diese ihre Umgebung zu gestalten, sich aber auch eben in diesen Mischungen dann auch mit ihren Nachbarn zu beschäftigen und eben nicht einfach nur Tür zu und egal, was draußen passiert, sondern man will sich eigentlich intensiver mischen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die eben auch in diesen Entwicklungsgebieten zu einer völlig anderen Struktur am Ende führt, als in diesen sehr, sehr dichten und teilweise aber auch sehr wenig gemischten innerstädtischen Gebieten. Es war damals tatsächlich auch eine Erkenntnis, die doch relativ neu war, weil man hat früher eben so, oft haben auch Stadtverwaltungen solche Gebiete einfach anders organisiert. Da wurde eben ein Zielplan gemacht, wurde ins Bau, also in das Planungsrecht überführt. Das habe ich Ihnen am Anfang in München gezeigt. Und dann wurde er einfach auch in dieser Großmaßstäblichkeit umgesetzt. Man hat dann aber gelernt und hat gesagt, dieses Plan funktioniert für solche Projekte überhaupt nicht. Wir müssen uns eben auch mit der Klientel auseinandersetzen und dann sehen, wie man sowas umsetzen kann.
Wenn Sie mal nach München kommen, kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, eben nicht nur in der Innenstadt herumzulaufen, sondern fahren Sie mal zum Ostbahnhof und begeben sich in dieses Gebiet hinein. Da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Und ich finde, es ist eigentlich tatsächlich von diesen ersten Gebäuden ausgehend, hat das auch sehr starke Einflüsse auf die neueren Gebäude gehabt. Und es ist immer noch nicht fertig, sondern es gibt zwar diesen Kernbereich, den sehen Sie hier, aber es gibt ein sehr, sehr großes Areal drumherum, was sich einfach jetzt gerade erst so richtig baulich entwickelt. Hier sehen Sie einfach mal, wie lange solche Entwicklungen gehen. Das ist eine sehr schöne Grafik, weil hier einfach klar wird, Flächen in der Stadt haben oft sehr unterschiedliche Geschichten, sehr unterschiedliche Nutzungen. Und Sie sehen auch, wenn wir jetzt eben über diese städtebaulichen Projekte oder Prozesse sprechen, ist es immer nur ein Abschnitt in einem relativ langen Entwicklungszeitraum. Also da stehen dann schon erste Ideen, sind irgendwann passiert. Aber es gibt natürlich einfach gerade bei diesen Industrie- und Gewerbekomplexen auch eine lange Vorgeschichte. Und ich glaube, das muss immer klar sein, auch wenn wir uns heute damit beschäftigen. Das ist nicht nur was, was wir eben mal aufzeichnen und dann schnell bauen, sondern es sind sehr, sehr langwierige Prozesse, die teilweise sich auch völlig umkehren und überhaupt nicht da ankommen, wo man am Anfang gedacht hat, wo man hin will. Also das heißt, wichtig eigentlich immer auch, dass Sie, wenn Sie sich mit solchen Projekten in einem städtischen oder auch landschaftlichen Kontext beschäftigen, versuchen Sie herauszufinden, was ist da vorher passiert, warum sind die Dinge, die wir dort vorfinden, eigentlich so geworden, wie wir sind und wie können wir einfach dann auch unsere Ziele in die Zukunft definieren. Sie sehen hier ein relativ aktuelles Bild. Sie sehen, das ist noch lange nicht fertig. Wir haben uns gerade so um diesen kleineren, mittleren Bereich im Ausschnitt dieses Fotos beschäftigt. Und dort entstehen jetzt tatsächlich auch sehr großformatige Gebäude. Relativ bekanntes hier von dem niederländischen Büro MWRDW. Sie sehen das mit den großen Buchstaben. Das hat gerade auch eine sehr hohe Auszeichnung in einem Architekturpreis bekommen. Und Sie sehen eigentlich tatsächlich, das ist eben nicht mehr nur noch diese Improvisation in den bestehenden Gebäuden, sondern jetzt kommen auch größere neue dazu. Aber der Kern sind tatsächlich auch die bestehenden Gebäude, die umgenutzt worden sind. Ich glaube, wenn Sie wirklich dahin kommen, das ist noch ziemlich wild da im Moment, aber man kann so ein bisschen erkennen, also was ist auch hier anders, was ist nutzungsoffener. Und gerade dieses Gebäude ist sehr interessant, weil es ist kein Bürogebäude jetzt für eine große Firma, sondern es hat sehr unterschiedliche Bereiche, sehr unterschiedliche Nutzungen. Es sind teilweise kulturelle Nutzungen, es sind aber auch Coworking Spaces, so nennt man das heute, drin. Es gibt es ist ein sehr offenes und sehr vielfältiges Gebäude. Und ich glaube, es kann ganz gut dafür stehen, was wir uns vielleicht in Zukunft, auch wenn wir über Urbanität sprechen, vorstellen. Es gibt eine ganze Reihe von diesen Gebieten, auch über Europa verteilt, aber auch weltweit findet man das. Und die sind teilweise wirklich interessant, auch so etwas dem nachzuspüren, was dazu geführt hat. Sie kennen vielleicht in Zürich das sogenannte Zürich-West-Areal. Und es war auch lange ein sehr, sehr intensiv genutztes Industriegebiet, völlig unzugänglich für die Öffentlichkeit. Und es hat sich auch in so einem fast 20-jährigen Prozess geöffnet. Zürich hat sehr, sehr intensiv diskutiert, welche Nutzungen dort eigentlich stattfinden sollen. Und es war überhaupt nicht klar am Anfang. Eigentlich ging man auch davon aus, dass das Ganze relativ schnell abgerissen wird, dass man sehr hohe und sehr dichte Neubauten dort platzieren will. Man hat aber dann relativ schnell gemerkt, dass gerade in der schrittweisen Transformation eigentlich auch des Bestandes eine ganze Menge Reiz entsteht und auch völlig unvorhersehbare Situationen. Und man muss dazu sagen, es ist ein sehr bewusster Prozess gewesen. Die Stadtverwaltung und die Stadtplanung hat hier sehr stark interveniert und hat gesagt, wir wollen eben die Grundstücke nicht meistbietend verkaufen, sondern wir wollen eigentlich tatsächlich zeigen, dass in diesem Bestand, auch in sehr merkwürdigen Situationen dort unter dieser Autobahnüberführung, das sind normalerweise eigentlich solche Unorte, Brachflächen, sind aber manchmal einfach auch nicht rückzubauen, weil die sind in den 60er, 70er Jahren meistens entstanden mit der
mit den Infrastrukturen. Und hier kann man ganz schön sehen, dass aber dieses kleinteilige, intensive Nutzen auch von solchen Orten auf einmal dazu führt, dass völlig überraschend hier auch Leben entsteht, dass diese Unorte sich auf einmal verändern. Und das passiert aber natürlich nicht von alleine. Da steckt viel dahinter. Das sieht meistens so improvisiert aus, aber da stecken oft sehr, sehr intensive Planungsprozesse hinter, um sowas überhaupt möglich zu machen und dann auch Leute zu motivieren, wirklich in diese Bereiche hineinzugehen. Ich komme zu einem Beispiel aus Karlsruhe, wo man so etwas nachvollziehen kann, was wir eigentlich auch jetzt mit diesem Begriff meinen. Und das ist für Sie der Vorteil, Sie kennen das wahrscheinlich sogar, Sie können relativ leicht hingehen. Und ich will Ihnen so ein bisschen die Geschichte davon nahebringen, weil es sehr stark eigentlich davon profitiert, von diesen Projekten dann auch in Zürich, dann aber auch in München. Und man hat damals sich eigentlich mit einem ähnlichen Projekt in Karlsruhe sehr schwer getan, weil in den Großstädten gibt es vielleicht diese Klientel, die ich gerade auch beschrieben habe, aber wie sieht das jetzt in kleineren oder mittleren Städten aus? Karlsruhe hat auch eine doch sehr intensive industrielle Vergangenheit. Das ist das Areal Richtung Durlach hinaus. Der Gleisbauhof ist hier zu sehen. Hier gab es ein großes Gaswerk, was auch zur Versorgung damals, zur Energieversorgung der aufstrebenden Industriestadt Karlsruhe damals gegründet wurde. Und das kann man sich heute gar nicht so richtig vorstellen, dass man solche sehr intensiven und auch sehr, sehr schmutzigen Nutzungen fast innenstadtnah hier hat. Also das ist heute wirklich so nicht mehr vorstellbar. Erzählt aber auch ein bisschen die Geschichte vieler Städte, die sich eben von diesen sehr großflächigen Industrien Schritt für Schritt dann auch verabschieden mussten, weil sie einfach in der Form auch nicht mehr weiterzuführen waren. So ein Gaswerk war damals irgendwann mal wichtig auch für die Energieversorgung, wurde aber in Karlsruhe dann ersetzt durch das große Kohlekraftwerk im Rheinhafen. Und diese Flächen waren dann damals frei. Und Sie sehen so an dem linken Bildrand so den Schlachthof, der damals direkt angrenzte an dieses Areal. Und Sie sehen hier dann auch die Autobahn im Hintergrund und auch die verschiedenen Gleistrassen. Karlsruhe hat sich damals sehr intensiv mit der Transformation eben dieses ganzen Areals im Osten der Stadt beschäftigt. Es gab einen sehr großen Wettbewerb 1992 und der hatte zum Thema im Jahr 2001 eine Bundesgartenschau in diesem Areal dann stattfinden zu lassen. Und das ist insofern bemerkenswert, das gibt es heute eher selten, dass man in so großen Maßstäben dann auch über solche Flächen nachdenken kann. Und Sie sehen hier den Wettbewerbsgewinner damals, Rossmann und Partner, ein Karlsruher Büro, die eigentlich versucht haben, eben hier auch das, was man heute den City Park nennt, das sind diese gelben Blocks, und dann natürlich einfach so das Tor in den Osten der Stadt mit dem neuen Boulevard, der heute ja zum großen Teil auch schon realisiert ist. Und Sie sehen, es war eigentlich so die Idee, eine große Parklandschaft eben dann wirklich in die Stadt hineinzuziehen. Und es ging eben zum einen um das Areal des heutigen City Parks, zum anderen aber auch Schlachthof, Musikhochschule, Schloss Gottesaue. Und Sie sehen eigentlich unten in diesem großen Lageplan, wie groß das Areal eigentlich sein sollte. Das Ganze wurde dann leider nicht in dem Sinne weiterverfolgt, dass es eben eine Bundesgartenschau werden sollte, weil es gab große Probleme, dann auch die Flächen bereitzustellen. Das Ganze hat dann doch wesentlich länger auch in der Umsetzung gedauert. Und so ist das oft auch in solchen großflächigen Plänen. Das kommt dann meistens auch anders, als man das irgendwie in diesen Zeiten dann vorhersehen kann. Weil man hat sich dann verabschiedet von der Gartenschau, hat aber gesagt, den Citypark entwickelt man und auch das ganze Areal um den Schlachthof herum und um die Musikhochschule in der Ostaue. Wir haben uns dann damals, 2006 war das, glaube ich, angefangen, mit dem Schlachthof zu beschäftigen. Das Ganze war damals nicht absehbar, wie schnell so eine Entwicklung stattfinden kann. Es war damals aber klar, dass der Schlachtbetrieb zurückgeht. Es gab hier noch ein großes Autohaus und es war wirklich auch so ein Gebiet,
was man in Karlsruhe nicht so richtig kannte, weil es war eine große Mauer drum. Es gab eigentlich keine wirklichen öffentlichen Nutzungen und der Schlachtbetrieb wurde dann auch eingestellt. Und es war die Frage, was macht man jetzt mit diesem großen Areal in Karlsruhe? Wir haben dann in einem Gutachterverfahren, auch in einem Workshop-Verfahren damals dieses Modell entwickelt. Das Ganze hat eigentlich einen relativ einfachen Hintergrund. Wir haben versucht, so viel wie möglich auch des Gebäudebestands zu bewahren, was überhaupt nicht so einfach war, weil teilweise durch den Schlachtbetrieb und auch durch eine oftmalige Überformung die Gebäude in einem sehr schlechten Zustand waren und dann natürlich aber auch neue Gebäude hinzuzufügen. Aber der Grundsatz in dieser Planung war, dass man den Rhythmus, die Kleinteiligkeit dann aber auch aus dem Bestand respektiert und dann eben ergänzt und in dieser Reihenfolge. Und eben nicht zu sagen, wir kommen jetzt mit neuen Nutzungen und die alten interessieren uns nicht, sondern wir nehmen vielleicht so alibihaft das ein oder andere Gebäude, aber im Wesentlichen geht es um Neubau. Das war ganz bewusst hier nicht der Fall, um eben dann auch eine ganz andere Idee und ein räumliches Kontinuum eben für dieses Areal dann zu formulieren. Die Nutzung war damals tatsächlich umstritten. Man hat damals in verschiedenen Verfahren eigentlich dann so eine Idee entwickelt. Es hieß Kreativpark Ostaue und es sollte eben tatsächlich auch so in der ersten Idee dann um Raum für Kulturschaffende und kleinere Unternehmen gehen. In Karlsruhe war man sich aber überhaupt nicht klar, ob das in dieser Größenordnung funktionieren kann. Und es gab damals sehr, sehr heftige Debatten, auch im Stadtrat darüber, ob das nicht total naiv ist, völlig wirklichkeitsfremd, so ein großes Areal auch mit so einem schwierigen Gebäudebestand jetzt eben Richtung Kreativwirtschaft entwickeln zu wollen. Und da gab es eine Menge Fragezeichen und auch sehr viel Kritik an diesem Projekt. Für uns war damals als Planer wichtig, eben zu verstehen, in welchen räumlichen Zusammenhängen das dort funktioniert. Und das war erstmal gar nicht so einfach, weil das Gebiet war nicht zugänglich. Es war eben ein Zaun drum. Es gab damals so eine schon erste Kulturinstitution des Tollhauses. Und die wollten damals eigentlich tatsächlich den ganzen rechten Teil dann für sich auch in Anspruch nehmen. Es gab relativ große Pläne, dieses Tollhaus zu vervierfachen. Und das Ganze natürlich auch als eine Investition in die alternative Kultur zu verstehen. Und das hat wirklich zu sehr großen Verwürfnissen im politischen Raum geführt. Kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen, aber das war damals von gewissen Parteien und Kräften überhaupt nicht vorstellbar. Und wir haben auch sehr viel Häme damals kassiert. Und es wurde gesagt, das ist möglicherweise ein schöner Plan, aber der wird sich so nicht realisieren lassen. Wenn man heute sich das ansieht, wird man feststellen, dass doch schon viel Zeit vergangen ist. Also wir reden jetzt seit den ersten Überlegungen wahrscheinlich bis heute über 15 Jahre. Und dafür erstmal offensichtlich nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Und wir haben damals gesagt, wenn ihr das wirklich ernst meint mit diesem Ort für Kreative, dann ist eine zu hohe Geschwindigkeit absolut das Problem. Und ich habe damals dann in einer Planungsausschusssitzung das Projekt vorstellen müssen und habe gesagt, Sie brauchen für dieses Projekt sehr viel Geduld und Sie können sehr viel mehr falsch machen und die Klientel vertreiben, die Sie eigentlich wollen, als dass Sie so viel richtig machen können. Oder das wurde damals nicht so ganz verstanden. Man hat sich aber trotzdem darauf dann eingelassen und das ist wirklich eine hohe Qualität, die erlebt man nicht so oft, dass wirklich eine Stadt sagt, okay, wir wollen diesen Weg gehen, wir wollen das Ganze auch in unserer eigenen Verantwortung tun. Das Ganze ist eben zu 100% städtisches Gelände. Die städtische Fächer GmbH managt das Ganze und es ist wirklich der Stadt Karlsruhe hoch anzurechnen, dass die damals den Mut hatte, wirklich in ein Projekt in dieser Größenordnung auch zu investieren. Die Idee war relativ einfach, aber doch vielfältig. Also es war eben jetzt nicht so ein rigider Plan, sondern wir haben versucht, einige Planungsgrundsätze zu formulieren, die eben aber ganz zentrale, wichtige, strategische Bedeutung haben. Wir haben eigentlich damals feststellen müssen, dass eine Begrünung des Areals sehr schwierig ist. Das hatte mit der
Bodenverunreinigung des Gaswerkes noch zu tun. Also wir mussten eigentlich akzeptieren, dass das ganze Gebiet versiegelt ist. Und das ist schon eine wirklich schwierige Hypothek für ein Areal in dieser Größenordnung. Das Ganze ist eben nicht mit der Stadt verbunden. Es gibt verschiedene Höfe. Der Gebäudebestand ist zu berücksichtigen. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie können diese eher geschlossenen, das waren Stallungen, also wie können diese geschlossenen Gebäude sich auch dann öffnen. Es ist sehr viel Planung eigentlich dort hineingegangen. Das sehen Sie in diesen verschiedenen Diagrammen. Es war eben sehr detailliert dann auch nachzuweisen, wie die neuen Nutzungen in den alten Gebäuden stattfinden können. Es geht dann aber auch um Grünverbindung, um Nutzungsmischung, also alle diese Sachen, die wir auch in München gelernt haben. Eben jetzt nicht mit zu großen Neubauten zu früh eigentlich die alten Strukturen zu zerstören, sondern eigentlich erstmal zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, aber dann wie auch die neuen Anforderungen dort dann unterzubringen sind. Weil es ging eben jetzt um Proberäume, um kulturelle Einrichtungen, dann aber auch kleinere Einheiten für Künstler, für Start-ups, für Büros, Gastronomie. Wir haben damals eigentlich so ein Nutzungspaket geschnürt und da stand eigentlich drüber alles außer Wohnen. Das war erstmal nicht so populär, weil man gesagt hat, ihr wollt doch jetzt die durchmischte Stadt. Allerdings gibt es einfach viele Nutzungskonflikte, eben gerade der kulturellen Nutzung, dann eben mit Wohnnutzung. Das hat mit Lautstärke was zu tun. Es hat aber auch mit der Idee zu tun, wie man sich eigentlich in so einem Areal dann artikulieren und bewegen will. Und es hat dann natürlich eine ganze Menge Folgen. Also wo werden die Autos untergebracht? Wie kann man dann auch Veranstaltungen dort stattfinden lassen in einer gewissen Größenordnung? Wie kann aber das Ganze trotzdem in einem gewissen Gleichgewicht bleiben? Unsere Ideen waren damals eigentlich hier in diesen Skizzen sehr schön zu sehen. Es ging eigentlich tatsächlich um eine schon Veränderung des Bestandes, aber unter Wahrung seines Charakters. Und es sind eigentlich diese vorsichtigen Überzeichnungen, sind ganz beispielhaft dafür. Links so eine erste Begehung, die wir damals gemacht haben. Und wir haben gesagt, eigentlich ist schon sehr viel da. Allerdings von alleine wird das Ganze auch nicht funktionieren. Wenn Sie heute so durchgehen, sehen Sie schon, dass unterschiedliche Maßstäbe jetzt auch von den Neu- und Altbauten aufeinandertreffen und wir auch sehr intensiv mit den Architekten der verschiedenen Projekte damals gearbeitet haben. Das heißt also, das Ganze ist nicht so von alleine gegangen, sondern auch wenn es manchmal vielleicht so aussieht, sondern hier ging sehr viel Planung, sehr viel Kommunikation hinein und das geht bis hin zu der Möblierung jetzt auch der Außenbereiche, das geht hin zu den Wegweisern, dann zu der Signaletik. Also das ist ein Projekt, was man vielleicht, oder so viel Planung vermutet man erstmal gar nicht hinter diesem Projekt. Es wurde dann auch im Stadtrat sehr, nach einigen schwierigen Diskussionen, wurde es dann am Ende dann auch genehmigt. Man hat damals gesagt, naja, wir haben, wenn es nicht funktioniert, dann geben wir es eben auf den Markt. Mittlerweile ist es ein sehr erfolgreiches Projekt geworden. Das hat man damals wahrscheinlich nicht erwartet. Es sind sehr viele gewerbetreibende kleine Unternehmen mit einer ganz gehörigen Wertschöpfung mittlerweile dort angesiedelt. Es gibt weitere Gebäude, die jetzt errichtet werden. Und es gibt einen sehr starken Zusammenhalt auch der einzelnen Nutzer untereinander. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Angeboten für die Stadt, also im Tollhaus, aber auch in verschiedensten anderen kleineren Institutionen. Und ich glaube, das hat man sich damals nicht vorstellen können, was auch in Karlsruhe, was eher so etwas als etwas sauber, rückständig, langweilig galt, doch in so einem Areal auch an Potenzial steckt. Das Ganze fing eben mit kleineren Nischen an, kleineren Handwerkern, kleinen Unternehmungen, die das eben schätzten, dass es eben nicht alles so aufgeräumt ist und nicht so unter Kontrolle, sondern eher tatsächlich ein Ort, wo dann auch mehr passieren kann, also wo man sich mehr miteinander beschäftigen kann. So sah das alles mal aus, das will man sich gar nicht so vorstellen, unter welchen Bedingungen dort damals auch gearbeitet worden ist. Und heute sieht Fleischproduktion natürlich auch ganz anders aus. Das ist tatsächlich, wird man hier auch konfrontiert mit so Dingen, die man gar nicht so wahrhaben will. Wenn man seinen im Supermarkt einkauft, will man das alles gar nicht wissen. Gehört aber natürlich auch mit dazu. Das Ganze wurde dann in einem sehr komplexen Bebauungsplan gefasst, der eben eine gewisse Offenheit haben sollte. Und eben nicht alles vorwegnimmt. Und das ist nicht so einfach, wenn Sie das auch im heutigen Planungsrecht machen wollen.
Und vor allen Dingen dann aber sollte es möglich sein, dass die Gebäude oder dass die Nutzer aus den Gebäuden auch ihre Umgebung mit einbeziehen konnten. Wir haben damals im Planungsrecht eine sogenannte Aura-Zone definiert. Das ist eine Zone, die vor den Gebäuden definiert ist und die eben den Gebäudenutzern freisteht. Oft ist es so, dass diese Trennungslinie zwischen Gebäude und öffentlichem Raum einfach auch eine sehr harte Linie ist. Und wir haben durch diesen planungsrechtlichen Hintergrund eigentlich erreicht, dass die Nutzer eben auch diese Areale vor den Gebäuden nutzen können. Das ist natürlich im Winter meistens etwas eingeschränkt, aber im Sommer erwacht das dann echt zu erstaunlichem Leben. Und es gibt verschiedenste Tage dann auch der offenen Türen oder Veranstaltungen unterschiedlicher Art und Weise, die sehr eindrucksvoll zeigen, wie anders auch so ein Areal dann in der Stadt funktionieren kann. Sie sehen eigentlich diesen Streifen immer vor den Gebäuden. Der ist wirklich auch planungsrechtlich definiert. Der ist teilweise auch markiert, nicht immer unbedingt, führt manchmal auch zu negativen Erlebnissen. Da schraubt eben auch einer an seinem Auto herum oder da liegt dann auch mal irgendwas rum, was da nicht liegen soll. Aber das regelt sich doch ganz erstaunlich immer wieder auch durch die Nutzer. Dann aber natürlich auch durch die Organisation der städtischen Gesellschaft, weil ohne das wäre wahrscheinlich auch so viel Freiheit in diesen Bereichen auch schwer möglich. Das Ganze fing sehr harmlos an. Viele Architekturstudenten haben damals sich auch beteiligt, haben so erste kleine Interventionen oder auch temporäre Aktionen gemacht. Und es war relativ schnell klar, dass das Ganze wirklich ein sehr intensives und sehr neues Projekt für die Stadt Karlsruhe sein wird. Das führt natürlich auch jetzt dazu, dass sehr viel Wert drauf gelegt wurde, dass die Gebäude so auch ihren rauen Charme behalten. Das ist dann doch, wenn man es realisieren will, auch sehr aufwendig und teuer, weil das sieht manchmal so etwas improvisiert aus, aber da steckt doch sehr viel Nachdenken dahinter, wie diese Räume wirklich auch nutzbar gemacht werden können. Und vor allen Dingen auch die Kunstszene hat sich hier sehr aktiv beteiligt und diese Räume dann auch versucht, neu zu interpretieren und dann auch zugänglich zu machen. Wir durften dann auch an der Sanierung dieser Kühlhäuser als Architekten arbeiten und wir haben auch hier versucht, eben nicht nur die ganz alten Gebäudeteile, sondern auch die neueren, es sind teilweise Gebäudeteile so aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die hinzugekommen sind, die man so in einer strengen konservatorischen Haltung wahrscheinlich auch entfernt hätte. Aber das war nicht die Idee, sondern die Idee war wirklich, diese verschiedenen Zeitschichten sichtbar zu lassen, dann wieder nutzbar zu machen, um einfach auch völlig unterschiedliche und neue Angebote in Karlsruhe zu machen. Hier sitzt jetzt die städtische Gesellschaft, die das Fest zum Beispiel organisiert. Und da sieht man eigentlich, wie solche Räumlichkeiten, die so für eine normale Büronutzerklientel eher ungeeignet sind, aber dann auch sehr stark nachgefragt werden. Und natürlich auch immer wieder große Veranstaltungen so in diesen Gebäuden, in den Außenbereichen. Und das ist enorm wichtig, eben, dass es diese Zonen in der Stadt gibt, wo man relativ unvoreingenommen eben sich auch begegnet. Und das waren für Karlsruhe völlig neue Bilder damals, dass eben das Wohnen und Arbeiten sehr viel mehr verschmilzt. Das Thema haben wir ja jetzt auch gerade aktuell sehr stark, war damals aber eher erstmal auch neu für eine Stadt wie Karlsruhe. Natürlich gibt es immer auch hier Schlüsselpersonen, Schlüsselorte und es gibt auch eine sehr starke Veränderung auch der Infrastruktur. Das ist so das Bild vorher. Mittlerweile ist es dann auch eine Bahntrasse geworden, auch ein sehr starkes Zeichen hier in Karlsruhe, dass man eben auch die Mobilität in der Stadt in solchen Arealen dann auch anders sehen will. Zusammenfassend vielleicht der alte Schlachthof, wie er mittlerweile heißt, eben nicht mehr Kulturpark Ostaue, hat sich eigentlich tatsächlich sehr intensiv, aber auch relativ langsam entwickelt. Er hat versucht, dann auch eine neue Idee in die Stadt hineinzubringen, und wir sind einfach mal gespannt, wie sich das so auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Es ist jetzt tatsächlich auch ein Ort geworden, wo die Architektur anspruchsvoller wird. Es sind eben nicht mehr nur noch solche improvisierten Dinge. Das heißt, auch die Gebäude, die jetzt neu hinzukommen, sind von einer großen Qualität. Und es gibt mittlerweile einen sehr starken Zusammenhalt auch der Leute, die dort
arbeiten. Es geht gerade auch so um diese mittlere Fläche, soll die bebaut werden, soll die nicht bebaut werden. Und wir haben im letzten Semester sehr intensiv mit den Nutzern dort auch gearbeitet, um auch bei diesen sehr heißen Sommertagen dort angenehme Verhältnisse dann auch zu erzeugen. So, ich komme zum Schluss heute. Das war eine ziemliche Reise. Also, es ging eben um die Urbanität. Sie sehen hier eine Kunstaktion zum Stadtgeburtstag. Die war dort auf dem Marktplatz aufgebaut. Ich weiß, ich glaube, Sie haben es eher nicht mehr gesehen, weil Sie später auch nach Karlsruhe gekommen sind. Es ging eigentlich hier darum, tatsächlich diese Veränderung in der Stadt möglich zu machen, aber eben uns auch nicht zu entwurzeln. Also eben nicht durch diese ständigen Baustellen, durch das ständige Ersetzen einfach die Identität einer Stadt zu verlieren. Und das war eine bisschen merkwürdige Aktion. Viele sind da auch entlang gelaufen, haben so den Kopf geschüttelt. Ich finde, sie steht aber wirklich sinnbildlich dafür, dass wir bei der Urbanität und der Weiterentwicklung unserer Städte beide Richtungen im Blick haben müssen. Wir müssen die historische Struktur, wir müssen auch die Tradition im Blick halten, wir müssen aber auch für die neuen Generationen Angebote dann auch kreieren, die eben auch Optionen für die Zukunft offen lassen. Weil das ist nicht schlimmer, als zu sagen, es gibt keine Entwicklung mehr, es gibt keine Optionen mehr und wir leben in einem großen Museum. Das ist überhaupt keine Vorstellung für die Stadt. Es ist aber auch keine Vorstellung, ständig alles in Frage zu stellen, umzubauen und alles ständig auf links zu drehen. Dann bleibt auch sehr, sehr viel auf der Strecke. Und vor allen Dingen fühlen sich auch viele Menschen überhaupt nicht mehr ernst genommen und mitgenommen in diesen Prozessen. Wir wissen nicht so genau, wo es hingeht. Das ist wirklich unser Problem, auch in unserer Profession. Wir sind jetzt auch gerade in den letzten Monaten sehr hart damit konfrontiert worden, dass wir es eben nicht wissen. Ich glaube, es gab eine ganze Zeit lang, da waren alle relativ sorgenfrei, haben so die ökologischen Hintergründe nicht wirklich ernst genommen, haben sich eher mit sich selbst beschäftigt. Das ist absolut vorbei. Und wir werden auch als Gesellschaft sehr stark gefordert sein bei diesen Fragen, wie sich unsere Städte und auch unser Zusammenleben in diesen Städten weiterentwickeln wird. Letzte Bild, wieder ganz nah bei dem ersten Bild. Irgendwann wird es wahrscheinlich dann doch so sein, dass wir ferne Sterne besiedeln. Dann werden sich aber genau die gleichen Fragen wieder stellen. Ich finde das sehr schön in diesem Film Der Marsianer. Der muss sich alles wieder neu überlegen. Wie organisiert er eigentlich die Nahrung? Wie organisiert man aber auch sein Zusammenleben? Und ich glaube, dass wir in Zeiten hineinkommen, wo wir möglicherweise sehr grundlegend darüber nachdenken. Aber ich denke, die Fragen bleiben offen und alle sind gefordert, sich eben auch diesen Fragen und diesen Begrifflichkeiten dann auch wieder neu zu stellen. Das war es für heute. Kurz jetzt auch der Fahrplan für die nächsten Vorlesungen sehen. Ich habe das jetzt schon etwas genauer auch mal beschrieben. Das ein oder andere wird sich vielleicht noch leicht verschieben. Nächste Woche haben wir keine Vorlesung. Dann sehen wir uns wieder am 10.05. dann mit der Frage, wie sich eigentlich die Städte in ihren Dichten weiterentwickeln. Und vielleicht so ein kurzer Ausblick dazu. Es gibt eine ziemlich intensive Debatte, gerade in Karlsruhe, über die sogenannte Nachverdichtung der Waldstadt. Und da brechen jetzt viele Dinge wieder auf. Es geht um Beteiligung, es geht um miteinander kommunizieren und es geht auch um mehr Baumasse eben jetzt in diesen Arealen. Also das nur so als Vorankündigung. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dann. Vielen Dank.